Okay, da haben wir, glaube ich, jetzt ganz einen guten Eindruck bekommen, wie das so ausschaut, warum auch es sehr, sehr lange mitunter dauert, bis wir das vor geraumer Zeit emittierte CO2 überhaupt abbauen können, also bis zu 1000 Jahre. Das sieht man auch, also im Klimareport Bayern, wie lange denn die CO2, Emissionen von jetzt uns noch beschäftigen werden. Ja, das sieht man eigentlich an dieser Grafik ganz gut. Okay. Auch das Bild haben wir jetzt erklärt. So, jetzt ist die Frage, ja, okay, Horrorszenarien ist das eine, aber ja, wir wollen ja keine Panik schüren, wir wollen ja nicht jemand irgendwie schockieren, aber man muss sagen, was ist und wir müssen was tun. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile angekommen und aktiv was tun. Und das ist die Frage, was hat es mit Ihnen zu tun, was hat es mit EGT zu tun und was brauchen wir eigentlich? Worauf kommt es aus unserer Sicht an? Frank, worauf kommt es an? Es kommt darauf an, dass wir Sie begeistern, das zu studieren, weil Sie damit nicht nur etwas sehr Interessantes studieren, sondern eine Lebensaufgabe hier mitnehmen können, mit dem Sie tatsächlich diesem Klimawandel entgegenwirken, die Energiewende mitgestalten und damit in einem tatsächlich erfüllten Beruf was ganz Spannendes umsetzen können. Ganz genau so ist es. Also Sie Dazu sollten. möchte ich Entschuldigung. einfach mal ganz kurz hier was rausnehmen. Und zwar, was ich jetzt hier habe, ist ein Photovoltaikmodul. Das ist eine Technik, die nehmen wir durch im Fach Solartechnik in ihrem vierten Semester. Und es handelt sich jetzt um ein handelsübliches Modul, kann ich hier in die Hand nehmen, nicht allzu schwer, hat 0,6 Quadratmeter an Fläche. Also etwas, was ihr so herstellt. So, jetzt Fragerunde. Was glauben Sie, wie viel oder was glauben Sie, wie viel Kilometer kann ich mit einem modernen Elektroauto fahren, aus dem Strom, den dieses Modul im Jahr erzeugt? Einfach mal frei aus dem Bauch raus. Jeder, der mag, darf hier einfach mal neiplappern. Oder es in Chat tippen. Oder so. Seien es 100 Kilometer, seien es 50, 1000. Keiner traut sich. Doch, ich würde 200 sagen. 200 200. Kilometer. Das schreiben wir mal auf. Ja. Wer bietet mehr? 200. Ah, da haben wir jetzt 500 Kilometer. Klingt doch schon ganz ambitioniert aus dem dünnen Teil da. 500 Kilometer, also wenn man da denkt, voll zur Tankstelle, da gehen ein paar Liter Diesel oder Benzin rein, gell? Ich kann noch einen Tipp geben, es ist noch ein bisschen mehr. 250 haben wir jetzt. Kam mein Tipp zu spät. Aber ja, darum geht es ja. Wir sollen jetzt einfach annehmen, was das Bauchgefühl sagt, nicht zu viel denken. So, Ja, Frank, also der höchste Wert war jetzt 500. Was ist es denn? 500, ja. Also, ich gehe nochmal hierher und zeige es. Also, dieses Modul mit ein paar Kilo, nicht allzu groß hier, auf jedem Dach installierbar. Mit dem kann ich sage und schreibe ungefähr 1300 Kilometer fahren. So, jetzt ist es so, dass man nicht so ein einzelnes Modul aufs Dach schraubt, sondern natürlich eine ganze Menge. Und vielleicht haben von dem einen oder anderen von Erna ja die Eltern sogar schon eine PV-Anlage auf dem Dach. Aber wenn sie so typische PV-Dachanlagen sehen, dann haben die so ungefähr 30, 40 Quadratmeter. Mit diesen 30 bis 40 Quadratmetern erreichen wir eine Energiemenge, mit der können wir dann irgendwas um die 50.000 Kilometer fahren. Also mehr wie einmal um die Erde. So, was ich Erna damit nur zeigen wollte, ganz kurz, das ist, diese erneuerbaren Energien, mit denen wir uns eben ganz stark beschäftigen, haben ein enormes Potenzial. Das alles wird immer so abgetan wie,
Zukunftstechnologie oder ist ja nett, aber bringt ja euch ja eigentlich unterm Strich sowieso nichts. Können wir damit denn tatsächlich der Klimakrise begegnen? Ja, wir können es. Sie haben jetzt gesehen, allein mit dieser Photovoltaikanlage, was ich damit erreichen kann, und mit einer bisschen größeren Photovoltaikanlage lässt sie einen enormen Strombedarf decken und Deutschland ließe sich durch erneuerbare Energien tatsächlich komplett energetisch decken. Danke, Frank. Wenn wir da noch Zeit haben, können wir nochmal die Energy-Charts von gestern mal kurz herzeigen. Aber jetzt machen wir mal kurz weiter, dass Sie mal sehen, okay, das war jetzt das Potenzial, aber was hast denn das für Sie konkret? Wir haben hier den Studiengang Energie und Gebäudetechnologie, EGT. Da steckt das Wort Energie drin, da steckt das Wort Gebäude drin. Wir sind der Meinung, dass jemand, der sich für so ein Thema entscheidet, der muss Spaß dran haben, der muss dafür brennen, was verändern zu wollen. Und zwar zum Positiven. Das Schöne ist doch, wenn wir was machen und es wird dann auch besser und bringt was. Ja, also der Zustand danach ist besser als der jetzige Zustand. Und da habe ich jetzt ein Bild von dem Vincent Cavaillot, einem französischen Architekt, mal Ihnen da jetzt auf die Folie gelegt. Da sehen Sie jetzt einfach ein Massivbau aus Holz, der für ein Projekt in Frankreich geplant ist. Hochschule Rosenheim steht ja für oder wird häufig im Zusammenhang mit Holzbau, innovativen Holzbauideen genannt. Da sehen wir jetzt eigentlich einmal, was man da machen kann. Ja, also ein Gebäude, was optisch, gut, das ist natürlich Geschmackssache, aber zumindest ausschaut, das würde man da gerne drin leben, hell, mit Holz gebaut. Wir sehen am Dach oben, wenn Sie da mal genauer schauen, so ein paar Mini-PV-Anlagen, wie viel die bringen, sei es mal dahingestellt. Da ist jetzt auch noch eine Kletterhalle drin. Wir sehen da einen kleinen Platz davor, überall Pflanzen und Menschen, die sich da gern aufhalten, weil das einfach ein Gebäude ist, was nicht so einen typischen quadratische Struktur hat oder kubische Struktur. Frank, fällt da irgendwo was ein, was uns täglich quasi so ins Auge sticht, wenn wir so ein paar neuere Gebäude anschauen? Negativbeispiel? Negativbeispiel, ja, gut, das Negativbeispiel ist hier erst in Rosenheim am großen Gelände Rosenheimer Bahnhof entstanden. Also da ist leider sehr viel Potenzial verschenkt worden. Ein sehr gutes Beispiel sieht man eben hier, weil man sieht es hier, ja genau, auf dem Beutel sieht man es eigentlich viel besser. Und zwar, was man hier eben nutzt und versucht einzufangen, das ist eben die Energie, und zwar die Umweltenergie, die erneuerbare Energie. Man sieht eben die Photovoltaikanlagen am Dach, aber man kann genauso gut diese Brüstungen an den Balkonen, die jetzt hier so weiß schimmern, mittlerweile als Photovoltaik ausführen. Also das heißt, es gibt auch mittlerweile so beschichtete Photovoltaikmodule, die dann weiß schimmern. Man sieht eben hier die Begrünung irgendwo auf dem Dach oder auch in den Fassaden, was insgesamt deswegen das Ganze einfach viel lebendiger wirken lässt und was vor allem in Innenstädten heutzutage immer wichtiger wird, weil vor allem die Verdunstung eben dieser Grünflächen auch für eine aktive Kühlung im Sommer sorgen. Genau, also wir sind keine Architekten, ja, aber ein EGTler oder EGTlerin muss mit Architekten kommunizieren, muss mit denen zusammenarbeiten und muss diese Technik hier möglich machen. Ja? Wie kann ich denn die PV-Anlage möglichst effizient eben auch da integrieren? Also vielleicht hätten wir dem Architekten sagen sollen, hey, nutzt doch die Balkonflächen auch. Da kannst du diesen jeden Ertrag erzielen und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen auch ein Job von einem Energie- und Gebäudetechniker, der ja, sich als Mittler ein bisschen versteht zwischen den Architekten, zwischen den reinen Technikern, den Handwerkern, der einfach alle Zügel in der Hand hält und so ein tolles Gebäude erst möglich machen kann. Und deswegen ist ja auch klar, dass es ein sehr anspruchsvolles und herausforderndes Studium ist, weil man eben gerade da ganz viele Dinge miteinander verstehen können muss, aber auch verstehen kann. Das ist ja auch eine Riesenchance, zu sagen, ich weiß, wie so ein Gebäude funktioniert. Ich habe das geplant. Also das ist doch eine wunderbare und schöne Lebensaufgabe, an solchen Projekten mitarbeiten zu können. Das ist jetzt ganz stark so ein gebäudetechnisches
Anwendungsgebiet in unserem Studiengang. Aber es gibt natürlich auch auf der energetischen Seite interessante Projekte. Und dazu habe ich jetzt auch nochmal ein Video für Sie zusammengestellt. Schauen wir uns das noch einmal vielleicht hier an.